Was geht ab, Friends? Ich bin Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem Kanal mit am Start bist. Ich starte dieses Video komplett ungeschminkt, weil meine Drogerieserie Crash Battle in die nächste Runde geht. Ich teste zwei Drogeriemarken Full Face gegeneinander. Diesmal mit NYX versus Maybelline. Ich muss an dieser Stelle ehrlich sagen, NYX und Maybelline liebe ich total, aber die beiden Marken dann gezielt gegeneinander antreten zu lassen, ist dann schon wirklich sehr interessant. Hallo, kriege ich das jetzt auch mal hin? Für die nächste Crash-Battle-Folge brauche ich dringend deine Hilfe, denn ich möchte als nächstes Essence gegen eine andere Marke mal wieder antreten lassen, vor allem weil Essence ja das neue, komplett neue Sortiment hat, was ich komplett tatsächlich hier zu Hause habe. Und das schreit nach einem epischen weiteren Battle gegen Essence. Deswegen schreibe mal weitere Marken unten in die Kommentare, gegen wen soll Essence bei der nächsten Folge antreten. Und wenn du dann das ultimative Essence gegen irgendeine Marke sehen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal an dieser Stelle kostenlos abonnierst. Würdest, dann weißt du in der Upperbox dann sofort Bescheid, wenn ich mal wieder ein Video hochlade. Diese Seite ist jetzt komplett Maybelline und diese Seite ist komplett NYX. Und ich fange mit einem Primer an. Und wie du siehst, die beiden Primer hier sind, naja, grün. Denn ich habe ziemlich gerötete Haut, gerade an meinem Backen und hier unten ein bisschen. Und bei Maybelline habe ich den Master Prime Anti-Redness Primer. Und bei NYX gab es fast dasselbe. Hier habe ich das Photo Loving Primer Anti-Redness. Bei Maybelline ist der Primer tatsächlich flüssiger als gedacht. Also es fließt runter und die Farbe ist tatsächlich nicht so grün wie erwartet. Es ist eher so ein Mint. Also ein wirklich sehr helles Grün. Kann man fast kaum als grün erkennen. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, das ist ein bisschen stärker von der grünen Farbe her. Aber der Primer beim Auftragen fühlt sich sehr gut an. Sehr weich und auch sehr pflegend und reichhaltig. Bei NYX haben wir einen sehr großen Unterschied. Das ist hier wirklich komplett grün und deutlich fester von der Konsistenz her. Aber hier, wow, überzeugt mich die Farbe definitiv mehr. Der NYX Primer fühlt sich auch beim Verteilen sehr weich an und hinterlässt so einen schönen Film auf der Haut, dass meine Haut wirklich super weich und so seidig anfühlen lässt. Ähnlich wie bei dem Benefit, dem Professional Primer. Beim Verteilen verschwindet dieser Grünstich komplett, was einerseits eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil du willst ja auch nicht ein grünes Gesicht irgendwie haben. Aber andererseits, dadurch, dass dieser grüne Stich jetzt komplett weg ist, sehe ich jetzt den Effekt nicht, dass meine Rötungen komplett neutralisiert wurden. Bei den beiden Foundations bin ich hier besonders gespannt, denn ich habe jetzt hier die zwei neuesten Foundations, die es hier gibt. Bei NYX habe ich die Total Control Drop Foundation und dann habe ich hier bei Maybelline die Dream Satin Liquid Foundation. Bei NYX trage ich die Foundation wirklich super vorsichtig hier auf. Ich habe die nämlich so oft überall auf meine Klamotten gekriegt, weil sie ja so flüssig ist. Ich muss ehrlich sagen, die Foundation hat nicht immer auf meiner Haut funktioniert. Also ich habe eher trockene Haut und bei meinen wirklich sehr guten Hauttagen funktioniert die Foundation bei mir super. Aber ansonsten habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es sich eher an meine trockenen Hautstellen ein bisschen so fixiert. Die Foundation zaubert einfach ein sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was die neue Maybelline Foundation so taugt. Ja, das darf nicht passieren. Ich frage mich, warum ich solche Aggressionen in mir habe und das an meine Make-up-Produkte auslassen muss. Ey, sorry Maybelline, sorry. Die Dream Satin Liquid Foundation ist sehr, sehr cremig, aber eher Tendenz zu flüssig und liegt da richtig süß wie so ein kleines Baby-Kackerhäufchen auf meiner Hand. Ich mag wirklich sehr, sehr viele Produkte, aber wiederum mag ich auch sehr viele Produkte auch nicht. Aber das heißt nicht, dass ich dann die ganze Marke irgendwie hasse, wenn ich jetzt mal so ein Produkt nicht mag. Viele mir in den Kommentaren schreiben, hey, du bist viel zu kritisch, du bist immer negativ. Aber dann weißt du einfach, hey, ich bin einfach ehrlich zu dir und du kannst mir vertrauen, wenn es darum geht, wenn ich sage, hey, dieses Produkt hat mich jetzt persönlich nicht überzeugt. Und wenn wir jetzt gerade davon sprechen, damn, wie sieht die Maybelline Foundation aus? Oh mein Gott! Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Dream Satin Liquid Foundation ausprobiere. Anders jetzt als die NYX Foundation. Und ich muss sagen, ich bin auch hier restlos begeistert. Das Finish gefällt mir hier so gut. Wenn man genau hinschaut, könnte man fast sagen, dass die Maybelline Foundation noch ein bisschen deckender ist als die NYX Foundation. Beide sehen wirklich super aus. Super ebenmäßig. Siehst du einen Unterschied? Schreib's mir hier unten in die Kommentare.
Es geht weiter mit Concealer und ich habe jetzt hier zwei verschiedene Concealer, die irgendwie anders sind. Beziehungsweise benutze ich nicht die Standardprodukte, die ich auch sonst verwende. Wie zum Beispiel den Fit Me Concealer von Maybelline oder den NYX HD Liquid Concealer zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass ich diese Standardprodukte, die ich auch sonst immer verwende, schon in meinen weiteren Crash Battle Folgen sehr oft benutzt habe. Deswegen möchte ich ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen und ja andere Produkte von derselben Marke einfach zeigen und auch mal andere Concealer zu testen. Bei Maybelline habe ich hier den Master Conceal Camouflaging Concealer und bei NYX habe ich hier den Gotcha Coverage Concealer, auch in so einer Tube. Finde ich persönlich ein ganz klein wenig unpraktisch. Dieser Standard Lip Plus Applikator ist einfach viel besser. Aber von der Konsistenz her ist er relativ cremig, sieht sehr deckend aus, muss ich sagen. Übrigens verlose ich an dieser Stelle ein riesiges Beauty-Paket auf Instagram. Also schau gerne vorbei, wenn du ein bisschen mehr von mir und meinem roten Lifestyle spammt werden möchtest. Der Maybelline Concealer macht alle Arbeit. Ich bin wirklich echt beeindruckt. Deckt super ab, highlightet zusätzlich auch noch. Dachte, den Fit Me Concealer kann niemand schlagen, aber tatsächlich mega. Man müsste mal diesen Concealer mal mit dem Fit Me Concealer vergleichen. Ich denke, das werde ich auf Instagram Story machen, denn da poste ich hin und wieder auch ein paar Make-up-Routinen und Haarwäscheroutinen. Und oh mein Gott, wie schwer ist es eigentlich, diesen Concealer rauszudrücken? Da musst du echt drücken, um diese Presswurst da rauszukriegen. Und wow, wie heftig ist dieser Concealer. Der ist super dick. Okay, hier definitiv weniger ist mehr. Hallo? Oh. Also gar keine Frage, der ist wirklich super deckend, aber die Konsistenz ist so dick, dass ich das Gefühl habe, dass es fast maskenhaft wirkt. Nach ungelogen 20 Minuten Verblenden sieht das jetzt so aus. Hier fällt definitiv auf, dass hier der Concealer deutlich heller ist und deutlich, ja, krasser ist. Ich stehe ja schon auf hochdeckend, aber das ist schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack persönlich. Der Maybelline Concealer ist perfekt für den Alltag und auch zum Ausgehen, auch wenn es krasser sein darf, weil auch hier die Deckkraft super hoch ist, aber dennoch nicht so krass aussieht wie das jetzt hier. Bevor ich zum Setten komme, möchte ich ein bisschen, ja, konturieren und hier habe ich zwei Cremeprodukte, die auch relativ neu sind. Bei Maybelline habe ich den Master Contour Stick und bei NYX habe ich den altbekannten Wonder Contour Stick. Allgemein von der Verpackung spricht mich definitiv die NYX Verpackung deutlich mehr an. Ich finde das viel handlicher, wenn die beiden Farben getrennt einfach voneinander sind, dass sie jetzt hier zusammen sind, weil hier besteht eher die Gefahr, dass sie sich zusammen vermischen. Eine sehr schön aschige Farbe, muss ich sagen. Mega. Und hier bei Maybelline nehme ich jetzt diese braune Seite. Hier sieht man, dass diese braune Farbe ein bisschen dunkler ist als die und auch nicht so aschig. Die Maybelline-Seite lässt sich eigentlich relativ einfach ausblenden. Bleiben jetzt auch keine irgendwie Flecken zurück oder so. Ich habe so das Gefühl, ich habe alles weggewischt. Ist noch irgendwas da? Gehe nochmal hier in einer zweiten Runde drüber und versuche nicht alles sofort richtig krass zu verblenden. Hier muss ich definitiv mehrmals durchgehen, damit ich hier das gewünschte Ergebnis habe. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, wenn du eine Creme-Konturfarbe hast, die sich so null und richtig schwer verblenden lässt. Die NYX-Seite ist genauso easy. Ich hätte bei NYX und Maybelline echt nicht gedacht, dass die Produkte sich so krass ähneln, beziehungsweise dass es ein so krasses Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Auch hier würde ich sagen, ganz klein Ticken finde ich Maybelline besser einfach, weil hier die Pigmentierung dann doch stärker ist und mehr auf meiner Haut, ja, zurückbleibt beim Verblenden, als jetzt zum Beispiel jetzt hier. Ich konturiere noch drüber, um einfach meine Cremekontur zu setzen. Bei Maybelline habe ich hier den Master Sculpt Contour Puder. Den finde ich persönlich echt super, weil die Farbe auch echt gut pigmentiert ist. Ich musste auch echt nicht viel Produkt nehmen. Und auch die Farbe ist schön aschig zum Konturieren. Und meine Kontur ist wirklich innerhalb von 2 Sekunden, bam, fertig. Bei NYX habe ich die Three Steps to Sculpt Palette. Hier drin gibt es einen Konturton, einen glitzernden Highlighterton und einen matten Highlighterton. Und das ist eigentlich fast dieselbe Farbe wie das hier von Maybelline. Ja gut, habe ich gesagt, dass die Kontur dunkelbraun ist?
aus. Okay, hier bei NYX definitiv aufpassen. Weniger ist mehr, allein von der Pigmentierung. Persönlich finde ich die Farbe für einen so hellen Hauttypen wie mich einfach viel zu dunkel. Da überzeugt mich die Maybelline-Seite einfach ein bisschen mehr, weil die Farbe passt einfach. Auftrag war super schnell, super arschig, während ich hier das Ergebnis ein bisschen, ja, zu krass finde. Für die Augenbrauen habe ich hier zwei sehr ähnliche Produkte. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Augenbrauenstifte. Bei Maybelline habe ich den Brow Precise Micro Pencil. Hier ist noch so eine Bürste dran. Und wenn man es hier aufmacht, kommt dann eine wirklich super dünne Augenbrauenstiftstange raus. Und bei NYX habe ich den Micro Brow Pencil. Hier hieß es doch auch Micro Brow Pencil. Tatsächlich, Brow Precise Micro Pencil und hier haben wir den Micro Brow Pencil. Die zwei selben Augenbrauenstangen und die zwei selben Bürsten. Jetzt gehe ich hier mit dem Stift einfach richtig lässig in meine NYX Augenbraue. Es gelingt mir, muss ich sagen, überraschend easy. Hier muss ich auch gar nicht mit so viel Druck arbeiten. Die Farbe kommt raus, die Farbe ist da. Die NYX Augenbraue ist wirklich super geworden. Ich habe da wirklich gar nichts zu meckern. Was geht? Das Einzige, wo ein bisschen mein Problem liegt, ist, dass ich persönlich sehr viel Produkt verbraucht habe. Und dadurch, dass es hier so dünn ist, hält mir das halt echt nicht lange. Ich denke, ich kann damit noch zwei, drei Mal eine Augenbraue machen und schon ist das Ding leer. Aber ansonsten ist es eigentlich das komplett gleiche Trage- und Auftragegefühl. Grüßet euch, Augenbrauen. Ich hatte wirklich so selten so einen guten Augenbrauentag. Und an dieser Stelle sage ich dir einfach, kauf dir das günstigste, weil da hast du definitiv genau dasselbe und gleich gute Produkt wie das teurere. Mein Augen-Make-up wird diesmal ein bisschen bunter. Dafür habe ich gesorgt. Bei NYX habe ich hier die Fire-Palette. Die sieht meiner Meinung nach so schön aus. Das ist eine meiner liebsten NYX-Paletten. Bei Maybelline habe ich die The Burgundy Bar. Die Farben sind auch hier wunderschön. Ich brauche dringend neue Pinsel. Auch wenn ich schon so viel habe, ich brauche dringend neue. Bei Maybelline werde ich als erstes hier in diese matte, helle Braunfarbe gehen und diese einfach richtig geschmeidig in, ja, meine Lidfalte da rein auftragen. Ich bezeichne manche Teile meines Gesichtes ja mit relativ komischen Wörtern. Hier drin, wo ich meine Lidschatten auftrage, ist meine Augapfelkuhle. Und seit ich tatsächlich diese Fachbegriffe verwende, haben mir wirklich sehr viele geschrieben, dass sie tatsächlich die Lidfalte richtig gefunden haben und ihr Lidschatten auch jetzt richtig auftragen können. Da kann dir nichts mehr passieren, Girl. Ich bin für dich da. Bei NYX gehe ich jetzt auch hier in diese helle Farbe und trage sie auch hier in meiner Augapfelkuhle einfach zum Start auf. Dieser Look wird definitiv ein bisschen krasser, deswegen habe ich jetzt diesen dunkelroten Ton aus der Maybelline Palette genommen und den Ton jetzt hier einfach hier in meine Augapfelkuhle und das verblende ich anschließend. Aus der NYX-Palette werde ich jetzt die beiden Farben miteinander vermischen, sodass ich denselben rotstichigen Magenta-Ton habe. Hier muss ich sagen, ich finde, dass sich die Maybelline-Lidschatten sich ein bisschen einfacher ausblenden lassen. Hier muss ich ein bisschen mehr verblenden. Bei der Maybelline-Palette mische ich jetzt dieses dunkle Braun zusammen mit diesem orangestichigen, bräunlichen Orangeton und trage die Farbe am Ende des Augenlides auf. Und dieselbe Farbkombination kommt am vorderen Augenlid. Bei der NYX-Palette nehme ich auch hier so ein Braun und mische das hier mit diesem schönen Orangeton. Oh, hallo Pigment, wer sind Sie denn? Heute noch was vor? Obwohl ich bei NYX jetzt ein bisschen länger zum Verblenden brauche, sieht man hier, finde ich, direkt, dass bei NYX es einfach dunkler ist bzw. pigmentierter ist als jetzt hier bei Maybelline. Es ist noch alles relativ unsauber, aber ich habe hier zwei richtig tolle Produkte. Bei Maybelline habe ich hier den Metallic Foil Color Sensational. Das ist so ein Liquid Lipstick, aber ein Liquid Lipstick metallischem Finish. Und bei NYX habe ich den NYX Cosmic Metals Liquid Lipstick. Wirklich, die Farben sind fast 1:1 dieselben. Und auch hier glänzt es wirklich super schön. Und ich habe mir gedacht, hey, statt für die Lippen, pack die Dinger einfach auf deine Augen. Ich trage den Metallic Foil jetzt einfach in die Mitte auf und verblende das mit dem Pinsel. Bei NYX ist die Konsistenz nicht so flüssig wie bei dem Metallic Foil. Hier bei NYX ist die Konsistenz wirklich viel fester und viel cremiger. Die NYX-Seite schimmert noch krasser.
Da wir noch nicht genug Farbe haben, nehme ich jetzt hier einen Eyeliner. Und zwar hier in einem wirklich super schönen Blau. Bei Maybelline habe ich den Master Precise Liquid Eyeliner in diesem wunderschönen Royal Blau. Und bei NYX habe ich den Felt Tip Liner. Und auch hier die Linerspitzen sehen 1:1 gleich aus. Bei NYX mache ich mir jetzt hier direkt an der Lidfalte einen Strich. Und dann mache ich mir auch noch einen herkömmlichen Lidstrich. Ich habe ein bisschen Probleme, wirklich viel Pigment aus dem Eyeliner rauszuziehen. Hier am Ende, da fehlt deutlich Pigment. Und wenn ich hier mit der Spitze drüber gehe, kommt kaum was raus. Also gerade hier die Spitze finde ich echt super unpräzise. Und bei Maybelline ist es eigentlich fast genauso. Du siehst, die Spitze ist hier auch sehr ungenau. Und ich kriege es wirklich nicht besser hin. Genau aus diesem Grund bevorzuge ich einfach flüssige Eyeliner. Denn da hat man davon viel länger was von als solche Filz-Eyeliner. Ich wollte einfach hier so einen super dünnen Strich haben, wie jetzt hier. Aber dadurch, dass der Eyeliner einfach nicht funktioniert hat, ist es jetzt sowas geworden. Ich hoffe aber, dass du mir das nicht übel nimmst. Fakt ist, ich würde dir generell nicht diese, Filz-Eyeliner empfehlen, sondern immer wirklich nur flüssige Eyeliner oder Gel-Eyeliner. Ich habe jetzt bei beiden Augen den NYX Vivid Bright draufgelegt. Ist zwar jetzt nicht so Sinn der Sache bei Maybelline vs. NYX, aber damit der Look jetzt nach was aussieht und nicht zu einer Komplettkatastrophe endet, habe ich es jetzt so gemacht. Aber wir haben jetzt gesehen, dass die Filz alleine jetzt nicht so überzeugend waren. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich jetzt einfach hier diesen matten hellbraunen Ton und betone damit meinen unteren Wimpernkranz. Und bei Maybelline nehme ich jetzt auch hier diesen braunen Ton hier. Es gibt tatsächlich zwei neue Mascaras. Bei NYX habe ich die Worth the Hype Voluminizing Mascara und bei Maybelline habe ich die Churchill Temptation Mascara. Ich finde die Verpackung wirklich super schön. Und bei NYX ist es eine eindeutig dickere Bürste als erwartet. Macht auch eigentlich einen sehr schönen Augenaufschlag, wie ich finde. Und bei Maybelline ist es auch hier auch eine recht dicke Bürste, aber da ist ein bisschen mehr Produkt drauf. Bei Maybelline ist es definitiv ein dickeres Ergebnis. Das heißt, meine Wimpern sind einfach noch mehr beschichtet und fallen noch ein bisschen mehr auf als die NYX-Seite. Maybelline hat jetzt auch ganz neue Superstay Matte Ink Liquid Lipsticks in vielen verschiedenen neuen Nude-Farben. Deswegen habe ich gleich davon ein paar mitgenommen. Und bei NYX habe ich jetzt die typischen Soft Matte Lip Creams. Ich hatte ja in meinem letzten NYX-Video die Lingeries. Um jetzt einfach zu wechseln, nehme ich jetzt hier die Soft Matte Lip Creams. Nice. Pigmentierung ist da. Bei Maybelline habe ich jetzt hier die Farbe 07. Wird jetzt auch einen leichten farblichen Unterschied haben. Es ist ein sehr, sagen wir mal, wilder Look daraus entstanden. Und bitte ignorieren wir hier meinen Strich, den ich leicht ruiniert habe, passiert. Aber ich muss sagen, es könnte fast nicht unentschiedener stehen. Bist du Team Maybelline oder Team NYX? Schreib es mal unten in die Kommentare. Stimme doch hier oben in der Infocard über das nächste Video, was online kommen soll, hier ab. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es dir gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann!